So Leute, willkommen zu COD WW2. Leider haben wir heute noch nicht das neue Update am Start. Das ist auf dem PC leider verschoben worden um eine Woche. Das heißt also noch etwas warten und den Konsolenspielern dabei zusehen, wie sie schon alle Neuerungen sich anschauen können. Nicht schön, aber was können wir machen? Gar nichts. Na gut, ich habe in einem Video angesprochen, dass es neue Divisionen geben wird, weil ich diese Infos, aka Gerüchte, aufgeschnappt habe. Das ist wohl falsch gewesen. Die alten Divisionen wurden überarbeitet, was ich ehrlich sagen muss, finde ich sehr gut, da sie doch etwas unbalanciert teilweise waren. Ich hoffe nur, dass sie sich jetzt etwas besser schlagen. Genauso werden ja auch zwei Grundausbildungen aus dem Spiel entfernt. Was ich auch ganz okay finde, sind zwei Grundausbildungen, mit denen ich auch weniger zu tun hatte, glaube ich, bis gar nicht. Die werden jetzt ja auch von den neuen Divisionen irgendwie ersetzt. Und des Weiteren wurden auch in der Konsolenversion schon neue Waffen entdeckt, beziehungsweise es gibt Hinweise darauf. Unter anderem ist ein neues Bolt-Action-Gewehr, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, dabei auf jeden Fall in den Hinweisen. Ein Typ 38, das wäre ein japanisches Gewehr. Des Weiteren ist wiederum eine Maschinenpistole dabei. Aus dem alliierten englischen Bereich müsste es genauer sein. Und wenn ich mich recht entsinne, ist eine M2-Karabiner dabei, eine M2. Ich glaube, das ist eine vollautomatisierte, also eine vollautomatische M1. Also M1-Karabiner, vollautomatisch. Wenn ich mich recht entsinne, müsste es diese Waffe sein. Dann ist da noch ein Waffenname, mit dem ich nichts anfangen kann. Leider mir komplett unbekannt. Und ich konnte auch keine Infos dazu finden. Da müssen wir dann mal gucken, was genau das sein wird. Es stand irgendwas mit Burst bei den Infos, die ich gesehen habe von der Infoquelle. Eine Burst-Waffe im Zweiten Weltkrieg würde mir jetzt auf der Stelle keine einfallen. Also so ganz spontan kommt mir einfach gerade keine in den Kopf, die eine Art Burst-Funktion hatte. Naja, wir werden einfach mal sehen, welche Waffen denn bei dem DLC released werden. Und wann wir das denn bekommen. Beim Resistance DLC war es ja auch so, dass eine Zeit später erst noch die Revolver released wurden. Und ja, wahrscheinlich werden wir das DLC über dann auch noch neue Waffen so nach und nach released bekommen, denke ich mal. Ich hoffe mal, dass das DLC, beziehungsweise auch das Division Update, auf dem PC denn ziemlich schnell nachgereicht wird und auch gut läuft. Darauf zu warten, wenn andere es schon spielen können, ist irgendwie eine echt nicht so schöne Situation, besonders weil die Community auf dem PC allgemein sehr klein ist und eigentlich auf dieses Update schon wartet, damit der Spielflow ein bisschen angehoben wird, ein bisschen verbessert wird, und jetzt dauert es noch etwas länger. Ist, ja, nicht ideal, aber gut. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Euer Remske, lasst doch eine Bewertung und ein Abo da, das würde mich freuen. Haut rein!